Ich war aber auch nicht traurig über eine. An diesem einen speziellen Tag, weder fröhlich, an dem ich den Tempel nicht fröhlich über einen Apfel, war ich weder fröhlich und nicht wütend über Banane. Ich war nicht fröhlich über einen Apfel, nicht wütend über Banane. Nicht fröhlich über Apfel, nicht wütend über Banane. Nicht fröhlich über Apfel. Nee, ist das fröhlich oder ist das schläfrig oder? Ach, nicht fröhlich über Apfel. Noch wütend über Banane. Aber was ist dann schläfrig? Das ist die schläfrige Kokosnuss. Schläfrig wie ein Igel vielleicht. Vielleicht kann das... Schläfrig und Kokosnuss. Das können wir vielleicht so machen. Okay, zurück. Kennen wir? Aha. Hinweise. Das Gewicht nehmen. Das fehlt ja nochmal. An diesem einen. Ich war aber auch nicht traurig über eine nicht Banane. Nicht traurig über Banane und nicht fröhlich Kokosnuss. Traurig Banane nicht. Kokosnuss. Nicht traurig über eine Banane. Nicht traurig über eine Banane. Das haut auch schon mal nicht hin. Nicht traurig Banane. Was war das andere? Oh wei. Kennen wir? Aha. Du willst die hinter sich nehmen. An diesem Eich war aber auch nicht traurig über eine Banane. Nicht fröhlich wenn... oder fröhlich. Nicht fröhlich wegen Kokosnuss. Nicht fröhlich wegen Kokosnuss. Okay. Tja, das heißt, er war schon mal fröhlich, er war auf jeden Fall fröhlich wegen der Banane. Und traurig wegen Kokosnuss. Würde ich mal so sagen, oder? Das können wir schon so. Das ist ja hier. Ja, wir können es hier auch skippen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Okay, ja, wie dringend ist das, dass wir das jetzt hier abschließen? Ich gehe mal wieder zum Klosterflur. Müssen wir uns jetzt nicht Ewigkeit mit aufhalten. Wir haben auch noch anderes zu tun. Das Futter für die Katze knallfrischer. Oh. Birgit. Hey, Birgit. Red nochmal mit der. Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Ja. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich allem. Ja. Ja. Ja, die gefällt mir noch, die Bild. Pfadfinderabzeichen. Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. Okay, fehlendes Banner. Mit Ruhe jetzt. Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt, jetzt ist sie futsch. Danke. Oh, ganz toll, Lilly. Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Okay. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Na sicher. Oh.
Wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Verstehe ich. Dass die den Lieblingsschülerin ist. Ja, die Stimme kommt noch irgendwie ein bisschen... Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Ja, die Stimme, die klingt auch so ein bisschen wie eine jüngere Version von der Oberen. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht bildet es mir auch mal ein. Komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Gesellschaftskunde. Jedes Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Sicher doch. Okay. Dialog beenden, da bin ich froh drüber. Zieh ihn mit dem Brett eins rüber. Lenk mich nicht ab! Es sei denn, du hast eine Idee, was ich als nächstes sticken könnte. Ich brauche das perfekte Motiv. Das wichtige Werte verkörpert. Na, Sichi. Meerschweinchen. Was soll das sein? Ein Tiermotiv? Aha. So sieht doch kein Tiermotiv aus. Tiermotive stecken immer auf einem Sockel. Weißt du denn gar nichts? Ich befürchte Schlimmes. Das arme Meerschweinchen. Tiermotive stecken immer auf einem Sockel. Au, das arme Meerschweinchen. Lilly hatte Angst, dem Meerschweinchen weh zu tun. So ungeschickt, wie sie sich immer anstellte, würde sie Hilfe benötigen, um es zu befreien. Reumütig erinnerte sich Lilly an ihr Debakel mit dem Zwergkaninchen. Was? Okay, Vitrine. Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Tja, schade, Marmelade. Kreuz zum Kloster. Flur zum Kloster. Flur. Jetzt haben wir dieses hübsche Bild. Die drei sitzen dann. Und die Oberin nimmt mich doch kaum wedelt. Knallfrösche. Knallfrösche. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Schade, dass wir die nicht runternehmen können. So können wir mit dem Brett. So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht von der Statue holen. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Tja, Gargoyle. Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Tja, ich kann irgendwie durch die Uhr oder durch den Gargoyle durch, was da... Da hängt so schön ein paar Fäden dran. Ich komme da irgendwie mit einer Schere. Zip, zap. Die Schuluhr war außer Reichweite. Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Tja, wir müssen ihm neue Ballons besorgen. Vielleicht haben wir irgendwann mal hier einen Clown zu Gast. Achtung, Spoiler. Ja. Das war jetzt nicht direkt ein Spoiler, aber... Ja. Irgendwie schon. Ballon. Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Vielleicht können wir es mit dem Brett jetzt. Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudenken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Echt?
Wirklich, das ist alles skandalös. Tja, den Pressluft haben wir jetzt leider nicht mit dabei. Sonst könnten wir hier mal ein bisschen an der Befestigung rumwerkeln. Mit bloßen Händen konnte Lilly die Schraube nicht lösen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Ich weiß schon. Oh, sie haben eine fröhliche Maske, eine traurige Maske. Das kenne ich doch irgendwoher, das kommt mir doch bekannt vor. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so Wobei. Ein Glück! Lilly war erleichtert. Gut, momentan aber nur Murmeln, ein Brett und ein Glas mit einem Meerschweinchen. Ja, zum Rundgang. Ins Büro der Oberen, vielleicht finden wir dort irgendwas. Tolle Kirschen. Vielleicht kommen wir ja der Katze. Nur so eine Idee. Die tolle Kirschen, das ist schon so super. So gut rumhängen. Man kann es immer versuchen. Oh, ein Küttungsspieß. Auwei. 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 Bitte nicht. Toll, Kirschen. Futter mal, Dampf. Lilly bezweifelte, dass Lumpi das essen wollte. Okay, dann bezweifle mal schön. Ich trau mich gar nicht. Ich trau mich gar nicht. Nein. Bitte nein. Quittungsspieß. Lilly hatte Angst, dem Meerschweinchen weh zu tun. So ungeschickt, wie sie sich immer anstellte, würde sie Hilfe benötigen, um es zu befreien. Reumütig erinnerte sich Lilly an ihr Debakel mit dem Zwergkaninchen. Wir brauchen Hilfe von Edna. Vielleicht könnt ihr uns da ein bisschen behilflich sein. Die müsste noch draußen auf dem Hof sein. Das wäre so meine erste Idee. Na, die kriegt das doch bestimmt hin. Auf zum Brunnen. Oh, Shawnee. Hallo, Shawnee. Schutteich. Was? Edna? Ach so, stimmt. Die ist ja. Ist gar nicht mehr hier draußen. Meine Fliegerbombe ist. Woanders. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Oh. Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Ach Mensch. Oh. Na, na, na. Was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Aufs Maul. Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinem Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich hab bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sicher. Geh's ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Das hilft wohl nicht. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Oh, die Milch geklaut.
Da braucht doch jemand eine Charakterkorrektur.